Schau beim letzten Mal. Und so geht es weiter. Praktisch, dass er das in der Hand hat. Dann können wir los. Letztes Mal standen wir hier schon. Wir kommen vielleicht nicht zurück. Bereite dich also vor, Leon. Diese Bahn fährt zum Nest. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Weißt du, was ich denke? Ich brenne drauf, dass das FBI die Umbrella-Zentrale stürmt und die Mistkerle verhaftet. Ich auch, aber im Klartext? Offiziell hast du nichts damit zu tun. Das ist ein FBI-Fall. Sobald wir das G-Virus haben, mache ich allein weiter. Hey, Leon. Vertraust du mir? Und du mir? Ganz ehrlich, wenn nicht, wärst du wohl schon tot. Klar. Ich dachte, du könntest mir helfen. Und ich hatte recht. Sichere du das G-Virus, dann sorg ich dafür, dass sowas wie in Raccoon City nie wieder passiert. Ada, du sagst es selbst. Es ist ein FBI-Fall, ich habe keine Autorität. Schau mich an. Auf mich ist kein Verlass. Du bist meine letzte Hoffnung, den Fall abzuschließen. Ich lass dich nicht einfach hier. Wenn du angegriffen wirst, Hilfe brauchst. Mit den Waffen einer Frau. Ich schaff das. Sorg dich nicht um mich. Ich muss das zu Ende bringen. Und ich will dich wiedersehen. Ich hänge am Leben. Vertrau mir. Nest wird in Kürze erreicht. Geh. Bitte, wir haben kaum noch Zeit. Das wirst du brauchen. Okay. Leon. Verlasse mich auf dich. Ich weiß. Ich weiß. Ich brauche eine Dusche, ne? So, also jetzt ist hier Forschungsanlagen Rocking angesagt oder was? Ich hätte jetzt erwartet, hier sind jetzt alles voller Munition und drei neue Waffen und... Okay, ich weiß, dass es nicht so ist. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Mache ich ja schon. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Willkommen im Nest. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ich versuch's. Okay. Ich frage mich, wo das G-Virus ist. Ich frage mich, wo die Dusche ist. Seine Schlafkabine nicht verlassen. Oh, Shotgun-Money. Na gut, dann packe ich die Shotgun auch gleich wieder ein. Gut. Computer nicht benutzbar. Bier. Nicht gut. Karte. Karte ist immer gut. Shotgun-Schuss ist natürlich nicht so viel, da komme ich nicht rein. Zugang ab hier nur für autorisiertes Personal. Gäste haben keinen Zutritt. Was ihr Menschen doch sagt. Was ist denn, wollte ich Shotgun mitnehmen? Shotgun. Das war in der Tiefgarage, glaube ich, irgendwie den Autoschlüssel habe ich total verplant, den zu benutzen.
verdammt. Scheiße. Unser Menü ist basierend auf unserer aktuellsten Bioforschung auf Ihren Nährstoffbedarf zugeschnitten. Aha. Hochgradig interessant. Das ist völlig irrelevant. Unsere Auswahl gesunder Nahrungsmittel. Schieß nicht auf die, das ist Munitionsverschwendung. Hallo Chris. Genialer Titel. Danke. Echt finster hier. Messer. Ich nehme mir alles mit. Auch das alte Messer. Steht er da vor der Tür. Komm nicht raus. Scheiße! Ich glaube, ich sollte mein Messer einfach mal ausrüsten. Nicht? Okay. Ein Regulierer für den Flammenwerfer. Den habe ich natürlich nicht mit, aber dann habe ich einen Regulierer. Das ist auch cool. Und der ist leer. Das könnte nützlich sein. Muff. Ja, Muff halt, ne? Also, na klar, Muff und so. Schon haben wir ein ID-Band 2. Halt, halt, halt. Erstmal normale Munition. Kann ich mit dem noch, den mit denen, wenn du zwei Antworten von Pistolenmunition. Eine Pistolenmunition. Nee, ich bin. Ja. Dr. Lee, Chief Cartwright, erfordert dringend Ihre Anwesenheit im Ostbereich. Okay. Ich bin jetzt Mr. Lee, glaube ich, ne? Alles klar. Nehmen wir mit. Ein Messer davon, das packen wir weg. Habe ich noch irgendwas zum Basteln? Ne, habe ich nicht. Die Granate können wir rausnehmen. Und das kombinieren wir mit dem Dreier-Stack. Okay. Ich habe alles mögliche an Waffen mit, aber ob das auch richtig ist, ist mir doch ein Rätsel. Das alles mitzunehmen. Oh je. Das G-Virus ist im Westbereich. Ist klar. Geht's tief runter. Okay, G-Virus ist im Westbereich, hat sie gesagt.
komme ich irgendwie so aussieht noch nicht hin. Da ist es noch eine andere Sicherheitsstufe, eine 3er. Und hier ist eine 2. Okay. Dann kann ich mich wieder einfahren. Okay. Schade. Dann mal gucken. Grüne Pflanze. Komm, hier steht alles voller Pillendosen, da kannst du nichts von nehmen. Warte. Was? Oh. Und nochmal Munition. Doppelte Menge und. Ja, oder zwei davon Pistolenmunition. Ja, mh. Ja, moin. Ich speichere einfach mal hier, ne? Praktisch, dass er das in der Hand hat. Oh Gott. Was ist hier passiert? Ja, so wie das aussieht, haben die hier mit Pflanzen herum experimentiert. Führungspersonalrechte für Computerzugriff erforderlich. Na gut. Abfackeln. Nicht gut. Oh, Blend habe ich. Habe ich leider keine. Ich habe auch keinen Platz, ne? Muss ich mir tatsächlich mal Mac-Munition herstellen? So, Schießpulver, Flintenmunition oder Mac-Munition. Kann ich jetzt auch den und. Okay, für Flinte kriege ich dann. Und da kriege ich Pistole. Und wenn ich die kombiniere, kriege ich 9mm Pistole. Hm. Eigentlich will ich Mac-Munition. Ich nehme mal Flinte. Ich mach mal Flinte. Ja, okay. Und die mache ich einfach. Pistolenmunition. So. Okay, Aufgabe erkannt. Irgendwas finden, was ich zerstäuben kann, was die Pflanzen kaputt macht. Was haben wir hier? Input Code. Okay. Achso, Code für zwei Sachen. Okay. Hallo. Geh mal hier lang.
Unkrautvernichter sind hier. Siehste, Unkrautvernichter, wusste ich doch. Leere Kartusche, erforderliche Menge, für Einfällen und gegen Kühlen. Gewächs und Zirp beantwortet Wachtum, Schaden durch sie kriegen. Ja, okay. Okay, L und ein Strich und Fragezeichen. Jetzt finden wir hier große Schießpulver. Super. Hätte ich ja schön doppelt Pistole herstellen können vorhin, ne? Damn it. Ja, dann schmeiße ich jetzt das Messer weg. Okay, hier kann ich also. Hier muss ich rausfinden. Zwei L's und ein Strich. Ich sag jetzt mal L's oder kleine Dreiecke in den Ecken. F. Okay, F2, Ecke F. Okay. Aha. Das ist auch nochmal groß. Und doch mal nochmal große Munition. Oh, je. Okay, nochmal großen Bottich. Müssen wir was merken. Verballer mal die kleine Munition, wenn hier Sachen sind. Okay. Ich hätte gerne einfach manchmal so einen Molotow-Cocktail. Hinschmeißen, fertig. Thema durch. Warum? Nein! Die beiden habe ich erwischt. Den habe ich auch erwischt. Okay, jetzt kann ich das wenigstens gleich benutzen. Lecker von der Decke runtergeflogen. So.
habe ich auch gleich Platz. Dich? Obwohl, nein, erst die Statue. Was ist das? L-Strich Kästchen dicker Strich. L dünn Kästchen dicker Strich. Okay. Alles Strom, aller Strom aus hier. Hi! Meinst du hier? Krieg aus nächster Nähe einen Shotgun-Schuss in die Fresse, dann war's das schon. Thema durch. Sicher? Ganz schnell. Oh, siehst du, da kann ich wieder Shotgun-Munition herstellen. Da ist noch normale. Und was habe ich hier? Notiz eines Unbekannten. Mal verbrennen, okay. Und hier ist. Oh, hier ist ein Gerät. Ah, ich muss Zeug loswerden. Verdammt! Die nachladen. Dann habe ich schon mal wieder einen Platz mehr. Dann können wir den hier mitnehmen. So, dann. Das ist ja nur wichtig für das Ding hier, ne? Also die Ecken, dünner Strich, Kästchen, dicker Strich. Alles klar. Jetzt weiß ich es wahrscheinlich schon aus dem Kopf, aber egal. Dann schmeiße ich. Das darf ich nicht wegwerfen? Ach, nö. Na gut, fuck. Dann. Mache ich die eine Granate weg. Ist noch nichts mehr? Okay. Und jetzt bin ich wieder. Ach, hier oben bin ich wieder. Okay. Dann kann ich ja gleich nochmal speichern. Ich mach jetzt die Trophäe mal weg. Mit dem laufe ich, glaube ich, nochmal eben zum Anfang zurück. Ja. Hoffentlich lohnt sich das. Zum Anfang zurückzulaufen und die Betten da aufzumachen oder das Ding da einzusetzen. Wie, es lohnt sich nicht.
Okay. Muff. Muff, da oben. Muff. Linken Regler da oben. Let's try. Oh, eine Tasche. Das hört sich gut an. Okay, noch eine Gürteltasche. Ja, war klar, dass wir eigentlich noch mehr. Leg dich wieder hin. Ja, ist alles gut. Bleib liegen. Gott, ich werde. Okay, alles klar. Das kommt gleich hier. Verstehe schon. Oh, ich glaube, ich muss das Ding wieder mitnehmen, ne? Das war ja noch einer. Ja, ne, habe ich mitgenommen. Das kleine habe ich mitgenommen. Nur ist so, verpackt das Gegenteil. Hallo. War ein bisschen. Achso, habe ich jetzt den Strom hier quasi wieder angeschaltet? Die ganze Etage? Sachen, die das Leben einfacher machen. Ich werde den Weg nochmal laufen. Hier rum ist kürzer, ne? Ach, das hatte ich alles mit. Okay. Ja. So, eigentlich beides lang. Denke ich gerade. Ich hätte gern einen Molotow-Cocktail. Einfach einmal reinschmeißen und verbrennen, die ganze Geschichte. Ganz einfach. So, Murph will er hier haben, okay. Warum gibt es eigentlich da so viele andere Dinger, aber. So. Aber das war das eben schon. Für ein komisches System Strom zu erzeugen oder Strom anzuschalten.
da hinten, also da habe ich jetzt Strom. Jetzt sammle ich die. Brennstoff. 100 nur. Gefühlt ein bisschen wenig, oder? Noch ein Messer. Haben wir aber Platz jetzt. Könntest du uns leisten. Ja, was? Wer liegt denn da? Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie haben 5 neue Nachrichten.